Was willst du, Quill? Wenn du Units suchst, geh in deine Kabine. Also, willst du reden oder bloß deine Ausrüstung upgraden? Könnte ich ein Upgrade haben? Bitte, bitte. Was soll es diesmal sein? Jetstiefel mit Konfetti? Bitte sehr. Diese Arbeit ist mehr wert als du, Quill. So, alles erledigt. Sonst noch was? Du bist doch nicht immer noch sauer auf mich. Naja, wenn wir nicht in 3 Zyklen die Strafe berappen müssten. Hey, weißt du noch, damals auf Kanlar? Mit dem Berdun und dieser heißen Askavarianer-Braut? Ihre Freunde hätten deinen Menschenhintern zerstückelt, wenn Groot und ich nicht aufgetaucht wären. Ich hatte alles unter Kontrolle. Fast alles. Ha, schade, dass du immer pleite bist. Ich sollte dir für jedes Mal raushauen eine Rechnung schicken. Wann habt ihr mich bitte jemals rausgehauen? Contraxia, Nowhere, Parameter, Ceres, nochmal Contraxia, Malador. Okay, gut, ich schulde dir was. Viel. Ich hätte dein Kopfgeld von Yondu kassieren sollen. Dann müsste ich jetzt nicht mühsam Units zusammenkratzen, um deine Nova-Freundin zu bezahlen. Ex-Freundin. Aber gib's zu, du bist gern ein Wächter der Galaxie. Bei dem Namen bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber die Milano als Pfand zu behalten, war ein cleverer Schachzug. Dem habe ich nie zugestimmt. Soll ich dich doch lieber ausliefern? Keine Sorge. Ich weiß, du hast viel in dieses Team investiert. Ich mach's wieder gut. Besser wär's. Hey, Bluebird, hörst du mich? Ich weiß, du denkst, ich hätte dich verkauft und... Gamora, ich hab nur... Mit wem redest du da? Was ist dein Bluebird? Das, war Yondus Rufname. Er war Bluebird und ich war The Kid. Nur damit ich's richtig verstehe. Yondu Udonta, Anführer der Ravager-Weltraumpiraten, Geißel des Sirius-Systems und berühmter Schurke, benutzte den Rufnamen Bluebird? Er hat das sogar hinten auf seine Jacke stecken lassen. Großartig? Ja, es war großartig. Eigentlich von Anfang an. Wie habt ihr euch kennengelernt? Terraner und Centaurianer sind nicht gerade Nachbarn. Das war auf Chitauri Prime. Nach etwa 3 Jahren meiner Strafe. Moment. Yondu war ein Kriegsgefangener? Ich dachte, die Ravagers waren neutral. Das waren sie. Aber dann auch wieder nicht. Die Ravagers hatten einen simplen Kodex. Bestiehl jeden. Yondu sagte, dadurch wären sie neutral. Waren sie aber nicht. Ich erinnere mich an einige Überfälle auf Chitauri-Transporter, als ich noch... Du weißt schon. Sie griffen genauso viele Schiffe des Widerstands an, bis einmal ein Chitauri-Kreuzer mitten im Kampf vor ihnen aus der Tarnung kam und... Yondu auf Chitauri Prime endete. Mit dir. Hm,
Nach unserem Ausbruch hätte er mich auf einer Raumstation zurücklassen können oder mich auf der nächsten Nova-Corps-Basis absetzen. Hat er aber nicht. Stattdessen lud er mich ein, den Ravagers beizutreten. Du warst lange bei ihnen. Muss dir also gefallen haben. Ja. Als Ravager hatte ich zum ersten Mal wirklich das Gefühl, dazuzugehören. Falls das irgendeinen Sinn ergibt. Mir ging's genauso, als ich mich Richard Ryder und dem Widerstand anschloss. Als hätte ich endlich Kontrolle darüber, wer ich sein wollte. Ja, genau. Die ersten Jahre war es... Es war, als wäre ich dieser sehr großen, völlig dysfunktionalen Familie beigetreten. Und wenn ich das so höre, war Yondu damit mein... Weltraum-Dad? Es hätte schlimmer sein können. Yondu und ich waren Zellengenossen. Seine ersten Worte, als er in meine Zelle kam, lauteten: Junge, mach bloß keinen auf Freundschaft, ich bin nämlich nur wegen des Essens hier. Und das Essen war ein ziemlicher Fraß, also... Ja, das klingt nach Yondu. Er war nicht mein erster Zellengenosse. Keiner hatte lange durchgehalten. Die Chitauri haben diese Gladiatorenkämpfe und... Du hattest dich an den Tod gewöhnt. Das weiß ich nicht, aber ich rechnete nicht damit, dass jemand durchhält. Außerdem hatte ich damals noch kein Übersetzungsimplantat. Ich hätte genauso gut allein sein können. Aber Yondu, er konnte tatsächlich meine Sprache. Er bot sich als Dolmetscher an, im Austausch für Extrarationen. Ein Trickser. Selbst in diesem schlangenverseuchten Höllenloch. Damit hatten wir eine Gemeinsamkeit. Ich hatte seit dem Tag meiner Ergreifung nach einem Fluchtweg gesucht. Ich brauchte nur jemanden wie Yondu, um es möglich zu machen. Und wie seid ihr entkommen? Sagen wir, es war zu gleichen Teilen simpel, kompliziert und irgendwie peinlich. Aber am Ende übergaben wir einen Transporter voller gestohlener Vorräte direkt in die Hände des Widerstands. Für ordentlich Units, möchte ich wetten. Jedenfalls gab es danach kein Zurück mehr. Ich war ein Ravager. Falls es dich nicht stört, würde ich jetzt gern ein bisschen allein sein. Oh, ja, klar. Wir sehen uns. So, so, so. Dann wollen wir hier mal nach verstreuten Units suchen. Wirklich? ¿37 Units? Scheint, wir haben 6.963 Units zu wenig. Wenn wir unser Schiff behalten wollen, Peter Quill. Ja, ich weiß, wir brauchen dringend einen Plan. Dann zieh meinen ersten Vorschlag in Betracht. Oh, nicht schon wieder Fin Feng Foom. Doch, ich schlage vor, wir jagen Fin Feng Foom. Drax, es gibt viel leichter verdiente Kohle. Was kriegt man für Gamoras Kram? Was? Ach komm, du stapelst diesen ganzen komischen Schnickschnack, seit du zu uns gekommen bist. Ich meine, erzähl uns nicht, der wäre nichts wert. Die Quarantänezone war immer sie nur lässt eine uns Notlösung. Hängen. Meine Figuren sind kein Schnickschnack. Klar, man könnte ja dem Team helfen, aber Opfer bringen auf Setz gar keinen Kurs Fall. Auf das Makro-Sternsystem. Pass auf, dass ich dich nicht gleich opfere. Bring uns zu dem majestätischen ja, toll, Bergen wirklich, von Kakaran. Leute, ich denke, wir sollten Groot mal zuhören. Ich bin... Gut. Er sagt, wir sollten beide Ideen kombinieren. Gamoras Schnickschnack an Fin Feng Foom verkaufen, das ist brillant. Tja, weißt du, das Problem an der ganzen Sache ist nur, dass Lady Hellbender nur Monster kauft und du bist nun mal leider kein Monster. Ist doch so, er ist der Netteste und... Ich bin gut. Nein, kannst du nicht. Du bist ein miserabler Schauspieler. Ich bin... Ach ja? Du willst Monster? Dann zeige ich dir Monster! Wow, Leute! Groot, bietest du wirklich an dich... Nein, nein, er bietet hier überhaupt nichts an, okay? Es könnte funktionieren. Groot verkaufen? Danach könnten wir ihn wieder raushauen. Absurd. Die Lady will etwas, das ein Monster in sich trägt. Der hässliche Zwerg da wäre die perfekte Wahl. Er ist gemein, sadistisch, seine Seele ist schmutzig und voller Zorn. Für so einen würde die Monsterkönigin gut bezahlen. Meinst du? Und wie gut? Wie kannst du da mitspielen? Weil ich weiß, was ich bin. Und ich weiß, was er nicht ist. Ich bin Groot. Ich stimme für Groot.
Ich bin mir sicher, Lady Hellbender würde ihn kaufen. Ja, von mir aus. Ich stimme für mich, nicht für Groot. Ich stimme auch für das biestige Pelztier. 2-2. Peter? Ich glaube, Groot wäre überzeugender. Als Monster im traditionellen Sinn. Groot, Kumpel, zuerst mal danke. Und zum Zweiten solltest du wissen, dass wir dich direkt danach wieder rausholen, okay? Ich bin Groot. Dann machen wir es also. Verkaufen wir ein Monster. Da fliegen wir nicht ernsthaft rein, oder? Es heißt, das Wetter auf Sacknaff 9 spiegelt stets die Laune seiner Herrscherin. Nein, so ticken Frauen nicht. Das Wetter auch nicht. Außerdem sieht's bestimmt schlimmer aus, als es ist. Da! Das ist Lady Hellbenders Festung. Näher ran, Quill. Ich habe keine Lust, noch ewig zu latschen. Ja, kein Problem. Du fliegst in die falsche Richtung. Das nennst du fliegen? Ganz ruhig, Leute. Nur eine kleine Justierung. Kinderspiel. Das ist nicht dein Ernst. Was denn? So können wir alles ausspähen, bevor wir die Transaktion abschließen. Es sind an die 100 Klicks bis zu ihrer Basis. Ausspähen ist eben mein Ding. Nope, okay. Nächstes Mal fliege ich. Bist du sicher, dass der Blättrige das hinkriegt? Nein. Das wird schon. Ich bin Groot. Jetzt werd bloß nicht trübsinnig, das hilft uns nicht. Im Gegensatz zu deinen ständigen Beschwerden? Du beschwerst dich darüber, dass der Kleine sich beschwert. Wir beschweren uns alle. Zufrieden? Das wäre alles nicht nötig gewesen, wenn der Nagel sein Geheimversteck mit Units preisgegeben hätte. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich keine Units habe? 43 Mal mindestens. Denn so oft musste ich abstreiten, dass ich eine Gestalthandlerin bin, bevor Drax von mir abgelassen hat. Ich halte nichts von Zahnputztabletten. Manuelles Bürsten ist das einzig Wahre. Ich wette, wir hätten etwas Geld machen können, wenn wir zuerst nach Nowhere geflogen wären. Kannst du bitte aufhören? Ich kann nicht glauben, dass ich das sage, aber wie wär's zur Abwechslung mal mit etwas Optimismus? Optimismus? Wie denn? Wir sind auf einem irren Sturmplaneten, durchnässt bis auf die Knochen, um bei einem mythischen Kriegsherrn unsere letzte Chance auf Freiheit zu wahren. Herren. Kriegsherrin. Ich bin Groot. Nein, wir sollten nicht gehen, wir müssen. Das ist was anderes. Hoffentlich ist deine Jacke wasserdicht. Natürlich muss es regnen. Es heißt, weiche Körper sind auf Sacknaff 9 nicht lebensfähig. Bin gespannt, wie du dich hältst, Peter Quill. Ich hasse Nässe. Warum kriegen wir nie Missionen auf hübschen, warmen, trockenen Planeten? Wir erreichen nichts, wenn wir im Schiff bleiben. Wir bleiben trocken. Wenn das kein Erfolg ist. Okay, geht weiter. Hab ich schon mal erwähnt, wie sehr ich Regen hasse? So weit ist Hellbender Schloss doch gar nicht weg. Das ist kein Schloss, das ist eine uneinnehmbare Festung. Und wie nehmen wir die ein? Frag Peter! Gehen wir näher ran. Das überlegen wir uns dann unterwegs. Da gibt es nichts rauszufinden. Als Bestienhändler erhalten wir problemlos Zugang zu Lady Hellbender. Gut, eine Bestie haben wir bereits. Fehlt nur noch der Händlerteil. Zum Glück trage ich bereits mein offizielles Händlerkostüm. So was gibt's gar nicht.
Hey, ist meine Jacke okay? Du hast wenigstens eine Jacke. Einige von uns sind klatschnass. Weniger jammern, mehr marschieren. Hey, Sturmlord, wir laufen doch jetzt nicht ernsthaft da durch. Bei dem Sturm dauert das ewig. Hör auf zu jammern. Die Anstrengung wird deinen Geist stärken. Ich habe schon mehr als genug Anstrengungen hinter mir. Besten Dank. Wir gehen nicht. Wir wandern. Es macht Spaß. Huhu, eine Teamwanderung. Das ist nur ein anderes Wort für gehen. Komm schon, dann langweilst du dich wenigstens nicht. Wir schaffen das. Fallt nicht runter, dann wird alles gut. Zum Frontal begegnen. Klingt fast so, als würdest du dir wünschen, vom Blitz getroffen zu werden. Ich erwarte nicht von einer Shitori-Verrechnung. In tieferen Wert davon, blitz zu werden? Dreck zu sein, du Kinderausflüchte. Was ist dein Problem? Die Hellbänder verachten Falschheit und Ehrlosigkeit. Dein Ruf ist der Grund, warum sie uns prügeln. Konzentration bitte, wir wollen eine Lady auftricksen, nicht uns gegenseitig umbringen. Sie ist nicht einfach ein Vorsicht! Das war eindeutig zu knapp. Gut gespielt, Lady Hellbender. Wir ziehen's also immer noch durch? Ja! Leute, Konzentration! Haltet Ausschau nach dem großen Zaun und geht in Deckung, wenn sie einschlagen. Sonst werden wir weggeblasen. Ein sehr guter Tipp. Okay, das könnte gefährlicher sein, als ich dachte. Ich dachte, du lebst für die Gefahr. Ja, bis vorhin auf mich. Nach Maklu 4 fliegen sollen. Hey, seht mal das alte Widerstandsschiff. Durchlöchert wie ein Sieb. Bestimmt von der da und ihren Shitori-Freunden. Wir waren keine Freunde. Leute? Ich bin gut. Ich weiß nicht. Jetzt bewegt es sich nicht mehr. Ich wäre vorsichtig, Naga. Ich habe schon die verflagte Halbwelt überlebt, da habe ich doch keine Angst vor. Es ist nicht allein. Achtung! Hör nicht auf, dich zu bewegen! Du musst schneller sein, Attentäterin! Zweimal sagen. Alles für dich, Gamora! Steig auf! Ich brauch freie Sicht auf den Kern! Wir müssen die Stacheln im Inneren kaputt machen! Vergiss den Galat! Das Galat fühlt sich halt draufschlagen! Gut, das glaube ich dir jetzt einfach mal! Jaxi, hochrocken! Was sind das für Dinger? Ich weiß, was sie gleich sein werden. Tod! Ich hab mich sowieso schon gelangweilt. Ich muss widerwillig zustimmen. Hoffentlich seid ihr nicht müde. Die Monster haben nämlich Freunde mitgebracht. Ihre Anzahl kümmert mich nicht. Die schleimige Außenseite regeneriert sich ständig. Fällt nicht! Steht doch mein Name drauf! Der Galas greift an!
Beruhigst das Schiff! Gleich gibt's Schnittchen! Ich sehe nur Schlangen, mein Fell! Würdest du diese gallertartige Substanz bevorzugen? Sie soll sie behalten. Mach dich auf, Achtung, meine Ex kommt zurück! Werde das genießt! Was? Ich weiß es nicht. Ich sehe ja nicht. Halt den Arm, der Kick! Der Blob hat ein Messer! Ich bin nicht sicher, aber ich bin sicher, du hättest ihn halt weg von seinem Schlaf. Meine Dinge sind voller Dallas. Alles in Ordnung? Was jetzt, Peter? Halt ihn durch! Ich hab dich, Kuppel! Steh auf, kleiner Kuppel! Die nächste Runde wird... Es ist zu lange her, dass ich was gesprengt habe. Der Galler schreit an! Ich treffe die Mitte nicht! Wir müssen die Stacheln im Inneren kaputt machen. Vergiss den Messer, ist besser! Sie hören nicht auf, sich zu bewegen! Ach, du Galler schreit an! Vorsicht, Stacheln! Ja. Du schuldest mir was, Quill! Ja. Danke, Kumpel! Peter Quill! Hier drüben! Das ist dann wohl die hiesige Fauna! Wir werden nicht die Letzten sein, die uns umbringen wollen! Für so ein kleines Ding kann der echt jede Menge Schmerzen wegstecken. Vielleicht hat sie mir die Hälfte erwischt. Ich glaube, sie ist fast gewesen! Besiegen, bevor danke, sie Drax! Dich besiegen. Wir Drax, Schleuder! Zerschmettert das Monster innen! Leid sie in Streifen! Du hast Peter! Noch mehr Monster! Ihre Anzahl kümmert mich nicht! Wieder eingetötet! Es hat sich gerade Quill! Schleim wird schnell! Nächstes Mal bist du auf dich allein gestellt! Das würde ich nur ohne dich machen, Rocket! Yo! Mit Inbrunst! Das ist sowieso schon gelangweilt. Und wieder will ich zustimmen. Wir müssen ihre Karte zerstören. Der Schleim ist nicht wichtig. Es geht um die Stadt. Ja, geschehen! Danke, Herr Mauer! Ich sehe sie, Kumpel. Das ist dann wohl die riesige Fauna. Ich bin bereit. Ich brauche nur eine Lücke. Finde sie an, Groot. Es ist in Ordnung, Mann. Großen Lösungen. Danke, Drax. Kann jemand das Wackeln abstellen? Der äußere Dreck dient nur der Ablenkung vom Kern. Was jetzt, Peter Quill? Rocket, Sprengung! Deine letzten Worte für später, Quill! Ich dachte, Gamora, erledige sie! Irgendwelche letzten Worte? Der Blob hat ein Messer! Ich bin Quill! Peter, kannst du ihn erreichen? Unglaublich, dass ich dabei Hilfe gebraucht habe! Nicht zu sehr verteilen! Ich krieg noch Schlamm in mein Fell! Darum wird sich schon der
komme an meine Grenzen! Hey, Quill! Ich glaube, der Große sieht Sterne! Ihre Außenseite regeneriert sich! Was? Ich weiß es nicht! Ich sehe auch nicht! Holt ihr der Tiger! Da steht doch mein Name drauf! Auf den Galla zu schießen bringt nichts! Das ist dann wohl die hiesige Fauna! Und gleich wird es eine gefährdete Spezies sein! Wackelig, untödlich, was soll das? Ich bin nicht sicher, also aber Monster, ich bin sicher, du hättest ihn bis... Wir stehen vor Lady Hellbenders Zuflucht. Die Kreaturen hier sind nicht ihre Haustiere, sondern Nahrung. Sie sehen auch irgendwie so aus. Da führt ein Weg durch den Dschungel. Hast du Spaß? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal auf ein Widerstandsschiff schieße. Diese Schote ist leichter zu erklimmen als... Drax, du kannst diesen Reaktor sanft rausziehen, oder? Wenn er brennbar wäre, hätte der Nager längst darauf geschossen. Ein ausgefälschtes Element. Soll ich mit dem Verlegen weitermachen? Nein, nein, nein. Ich denke, das reicht. Ich habe diese Fliegenklatschen seit Jahren nicht gesehen. Im Einsatz oder sonst wie. Toll. Ich auf dem Weg nach oben nicht um. Da ist sie, Tragflächensteuerung. Okay, Rocket, das Kontrollfeld der Tragfläche gehört dir. Hoffentlich funktioniert's noch. Toll. Achtet alle auf blinkende rote Lichter. Was? Warum? Das ist ein Widerstandsschiff. Wir haben Glück, wenn es nur eine Sprengfalle hat. Das ist die Lösung. Was zum Fuck? Das klingt nicht wie so ein Galler-Ding. Es heißt Lady Hellbenders Ruf wäre überall auf dem Planeten zurück. Ich bin eine Lady, bin ich Vorsicht! Hier ist anscheinend was Großes durchgekommen. Ich dachte, wir hätten unser Monster schon. Warum verfolgt sie dieses Ding? Nach Ärger, Attentäterin. Ein majestätischer und alles darin will ich töten. Mysteriös. Ja, so eine Art Höhle. Vielleicht mit einem versteckten Schatz? Oh, bitte lass da kein Weltraumbären drin sein. Und hallo, fremder Schleim. Monstereier, yay! Okay, Notiz an mich. Wenn es aussieht wie eine Monsterhöhle und riecht wie eine Monsterhöhle und du auf einem Monsterplaneten bist... Nein, ich bleib nur wach. Ja, ziemlich viel los.
Vorsicht! Hier ist anscheinend was Großes durchgekommen. Yay! Lass mich raten. Irgendein Monster-Ding. Gut geraten. Starke Leistung. Gibt's eine Chance, dass es nicht weiß, dass wir hier sind? Nein. Die einzige Frage lautet, welchen von uns es zuerst angreift? Wahrscheinlich greift es uns gar nicht an. Wir nie unser Ziel. Hast du ein Monster gesehen? Nein, ich bleib nur wachsam. Zum Glück haben wir einen Pflanzentypen für alle unsere Pflanzenprobleme. Ich bin Groot. Er sagt, Pflanzen sind keine Probleme. Kannst du uns hier durchbringen, Gamora? Ich mach alles, um Hellbender zu finden. Ja, Gamora. Und wenn wir eine Audienz sind, müssen wir anfangen, Respekt zu zeigen. Und das von einem Typen, der mich Hirnblut von Thanos nennt. Eine zutreffende Beschreibung. Wir wissen alle, wessen Dirnenblut gemeint ist. Was ist mit ihrer Schwester Nebula? Die blaue Dirnenblut hatte ich vergessen. Leute, Monsterplanet, dunkel, gefährlich, Konzentration, ja? Hast du Angst vor Monstern, Peter Quill? Nur vor den Gruseligen. Wir müssen einen Weg raus aus diesem Dschungel finden. Wieso? Es ist trocken hier und... Ich bin gespannt auf Lady Hellbenders legendäre Menagerie. Das kann ich mir vorstellen. Was ist das merkwürdigste Monster, das ihr je gesehen habt? Ich habe mal einen von der Brut verwandelten Regillianer mit einem Klinterparasiten gesehen. Ach, wo ist er jetzt wieder hin? Hey, Quill! Kriegst du irgendwo Eier oder was? So pflanzen sich Terraner nicht fort. So pflanzen sich die meisten Terraner nicht fort. Unser Quill ist was ganz Besonderes. Interessant. Ich lege keine Eier. Sieht mehr nach Alien aus als die anderen. Das sind alles Aliens. Ich weiß, dass das alles Aliens sind. Aber das hier... Ach, Sackgasse. Na toll. Moment, ist das Chitauri-Tech da drüben? Frag die Chitauri. Nein, nein, wirklich. Das ist eine einziehbare Brücke. So was gab's in dem Gefängnis, in dem ich war. Leider befindet sich die Steuerung auf der anderen Seite einer riesigen Kluft. Was machst du? Wir haben keine Zeit zu trödeln. Ich werf die Kreatur über die Kluft, damit sie die Brücke aktiviert. Ich aktiviere gleich ein Loch in deinem Gesicht. Lass mich runter! Das klappt schon. Roll dich einfach zusammen. Was? Drax, wirf ihn. Nein! In Ordnung. Peter! Schon okay. Er wird auf den Füßen landen. Oh. Dann gilt das wohl doch nur für Katzen. Ihr Söhne von Chops! Mistige Heckler! Ich bin mit diesen Wörtern nicht vertraut. Dreckiger Grud-Abschaum! Ich glaube, er denkt sie sich aus. Er ist richtig wütend. Verrotten sollt ihr, ihr freihändigen Flaglöcher! Wenigstens schießt er nicht auf uns. Er hat uns absichtlich verfehlt, oder? Befiehl der Bestie, ihren Job zu machen. Rocket, komm schon, Mann! Halt's Maul, Gastgesicht! Wenn du die Brücke hinkriegst, erhöhen wir deinen Anteil um 5%. Ich will 10. Okay, Deal. Das nehmen wir aus Groots Anteil. Der hat sowieso keine Ahnung von Geld. Ich bin Groot. Danke für die Brücke, Rocket. Wenn du auch nur daran denkst, diesen Mist nochmal ab... Augen auf, Leute! Ich habe diesen Schlag herbeigesehen! Eklig! Die sind wie fliegende Zecken! Tix, vergiss dir im Flug, wenn man Spaß hat! Vermisse ich diese Galler-Dinger! Sag sowas nicht! Sind auf die Stacheln! Die schlimmsten Insekten sind die mit Flügeln! Nein, pass, Drax!
auf unsere nächste Begegnung! Vor einer Sekunde wären diese Dinge echt praktisch gewesen. Sie hätten mich bestimmt nicht auf ihn über die Schlucht reiten lassen. Mach keine Gewohnheit heraus! Auf dich kann ich immer zählen, Gamora! Ich bin froh, dass du so weit weggeparkt hast, Quill. Betrachte es als Zoobesuch. Aber mit Schluck. Ja, ich weiß, dass wir im Kampf sind. Wie ein heißes Messer. Das ist unfair. Wir können fliegen. Das kannst du auch, du Genie. Zeig die Dreads. Sind auf die Stacheln. Die schlimmsten Insekten sind die mit Flügeln. Langsam vermisse ich diese Galadinger. Du wirst sie bestimmt wiedersehen. Wir können auf diesen Weg direkt zu Lady Hellbender fliegen. Wir sind dabei. Nein, lass ja nicht zu, dass sie mich packen. Mach sie fertig, Grax. Es wird Zeit, dass jemand den Angriff führt. Sei vorsichtig! Die Knappen! Endlich! Die sind die fliegende Zecken! Tipps vergehen wie ein Flug, wenn man Spaß hat! Ich bin froh, dass du so weit weggeparkt hast, Quill! Betrachte es als Zirbelschuh! Aber mit Klappen! Der ist am Ende! Immer wieder nachdenken! Gamora, aufschlitzen! Schlitz und Ätzen! Ich werde dich abschlitzen von Lady Hellbender! Vielleicht bezahlt sie uns, wenn wir ihren Vorrat auffüllen! Das ist unfair! Sie können fliegen! Mal sehen, ob sie noch fliegen, wenn sie tot sind! Alles für dich, Rocket! Dann fang mal an, sie wegzuklatschen! Gut von diesen minderwertigen Kreaturen. Ich will Monster. Ich bin Groot. Ja, ich bin gerade auch ziemlich verwirrt. Wo zum Flak sind wir? Seht euch einfach um. Hier muss irgendwo ein Weg sein. Warum sollte dieser Weg richtig sein? Die Statuen hier sind nicht hermarschiert. Sie wurden getragen. Okay, Gamora. Ich würde sagen, es geht hier. Ich setze 50 Units dagegen. Nein, wir sind nicht fast da. Vor uns liegt noch der halbe Planet. Lady Hellbender könnte diesen Dschungel in 7 Schritten durchqueren. Natürlich könnte sie das. Oder sie würde über die Berge fliegen. Oh, fliegt sie jetzt auch? Sie besitzt fliegende Kreatur. Ich habe gehört, sie kann Laserstrahlen aus den Augen schießen. Drax, machst du uns den Weg frei? Nur wenn du zugibst, dass jede meiner Geschichten über Lady Hellbender wahr ist. Also nicht. Gamora, räumst du uns den Weg Man frei? Man sagt, Lady Hellbender spürt jeden Schlag, der ihren Dschungel versetzt wird. Wow. Ein alter Nova-Bomber. So einen habe ich seit dem Krieg nicht mehr gesehen. Ein Dutzend Schiffe war nötig, um einen abzuschießen. Ein Dutzend Schiffe oder eine Chitauri-Spionin. Das nehme ich mal als Kompliment. Immer noch kein Anzeichen von der Festung? Nein. Ist das überhaupt der richtige Weg? Was dauert da so lang? Angst? Nein. Aber jemand anders sollte die Todesgrube zuerst überwinden. Ich und Groot sind die Handelsware. Nur einer von euch ist die Handelsware. Geh einfach. Nein, geh du doch. Niemand muss gehen. Gehen Anführer normalerweise nicht vor? Nicht, wenn es gefährlich ist. Denn ich muss ja auf alle aufpassen. Klar. Seht ihr, alles gut, völlig sicher. Okay.
Denk nicht mal dran, mich zu schubsen, Attentäterin. Es gibt viel bessere Methoden, um jemanden zu töten. Ganz vorsichtig. Was zum Plan? Gut, sagt, da unten ist irgendwas. Ein Monster. Spielt keine Rolle. Natürlich spielt's eine Rolle. Instabil ist es so oder so. Bewegung! Ja, gut, aber definitiv ein Riesententakel. Peter! Gern geschehen. Gewöhn dich nicht dran. Peter Quill, wir sind hier nicht allein. Ich regel das. Hat jemand eine Ahnung, was das ist? So ganz siegessicher wäre ich noch nicht. Ich sage hinterher, bringen wir es zu Ende. Weißt du, dass du einem echt Angst machen kannst? Ja. Ich meine, da oben gibt es offensichtlich einen Ausweg. Und genau das brauchen wir. Außerdem haben wir dann freie Sicht auf unser Ziel. Also dann, erklimmen wir diesen abgestürzten Apparat. Ja, okay. Wie machen wir das? Gamora, wie weit kannst du an dem Ding hochklettern? Finden wir es raus! Genießt du diesen Moment, Attentäterin? Welchen Moment? Den Besuch am Grab deiner Feinde! Das Nova-Korps war nicht mein Feind, Drax! Es war der Feind meines Vaters! Vielleicht kann uns deine Magie... Kannst du aufhören, sie so zu nennen? Warum dauert das so lange? Das da hinten sieht irgendwie aus wie eine dieser alten Werkbänke. Würde mich nicht überraschen. Okay, Rocket, finden wir raus, ob das Ding noch funktioniert. Ja, okay. Hoffentlich überraschen uns dabei keine Monster.
Bitte sehr. Und vollbracht. Das sieht stark genug für einen Ankerpunkt aus. Ich denke schon, ja. Das ist eine gute Stelle. Klar. Vielleicht ist diese Höllenlady eine alte Kriegsheldin. Kann uns nur was... Also, wo waren wir? Wir warten auf dich, um diesen Apparat zu öffnen. Ah, genau. Siehst du was Nützliches da oben? Ich frag mich langsam, ob ich nicht der mit dem schicken Visor sein sollte. Ich würde dir kein Wort glauben. Da sind wir uns mal einig. Auch ich ziehe Peter Quills Unfähigkeit in Lügen des Lagers vor. Wenn der Bomber voll mit alten Toten sowas ist, sollten wir vielleicht, naja, ihre Taschen erleichtern. Reaktor. Ein paar Schüsse müssten ihn runterholen. Okay, ich bin ziemlich sicher, das Baby ist unser Ticket nach oben. Irgendwie. Es ist weder ein Baby noch ein Ticket, es ist ein Reaktor. Drax, das Ding zu bewegen ist kein Problem, oder? Richtig, genau wie die mächtige Lady Hellbender bin ich ungewöhnlich muskulös. Schon klar, Drax. Mit dem Novakur? Es war meistens Fahrerflucht. Die Dinger sind wahnsinnig wendig. Du kommst... Ja? Diese Einheit ist enorm schwer! Verstehe, verstehe. Kein Riesenmonster. Alles gut. Warum war es dieser Ort wohl wert, dass man um ihn kämpft? Vielleicht war er es gar nicht. Vielleicht sind diese Schiffe nur Opfer der Stürme geworden. Meint ihr, hier war eine Geheimbasis? Möglich. Mitten im Nirgendwo. Lebensfeindlich. Stürme schützen vor Entdeckung. Vielleicht kamen Flüchtlinge hierher. Da wäre ich aber lieber im Krieg gewesen. Anscheinend stehen nur ein paar Kabel zwischen der Tragfläche und einer provisorischen Brücke. Wir müssen zu diesen Kabeln, Peter. Siehst du irgendwas an dem Wrack, das uns helfen könnte? Und hoch, Drax! Oh, warum dauert das so lange? Machen wir was mit dem rostigen Metallklumpen oder sehen wir komischen Pflanzen beim Wachsen zu? Komm schon, sie sind echt ziemlich komisch. Überrascht mich, dass das Ding noch nicht ausgeschlachtet wurde. Das ist kein Planet für Plünderer. Da hat er recht. Man kann kaum landen, vom Anfang der Oberfläche ganz zu schweigen. Was jetzt, Peter Quill? Dieses Tragflächenkabel. Kommst du jetzt darauf? Das weckt Erinnerung. Beeindruckend. Na, das war doch einfach. Gutes Teamwork von allen. Ich bin Groot. Ich hab passiv geholfen. Okay. Rutschi gewinnt um Toaste Baum, bitte wir kommen. Ich bewundere wirklich, wie sehr unser Team den Sicherheitsgedanken berücksichtigt. Eins ist klar. Wir hätten diese Aufgabe ohne die Attentäterin niemals bewachsen. Hat Drax gerade Gamora gelobt? Ihre Anerkennung, wo sie angebracht ist. Hat auch lang genug gedauert. Wir wissen alle, dass Gamora super cool und super wertvoll ist. Sie ist größer geworden, so viel steht fest. Sie ist nicht größer geworden, wir nähern uns. Sieht aus, als gäbe es einen Weg darunter. Quill, du musst dieses Schiff sehen. Wow, 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 Leute, da liegt ein fantastischer Haufen Schrott auf dem Boden. Es ist so interessant, dass wir alle unsere Finger reinstecken sollten. Ich kann dich mit dem Wind hören. Ich kann dich mit dem Wind hören. Okay, es geht los. Schleimig.
Leute? Schmeckt mal lieber noch nicht hier runter. Wieso zum Flak ist das so tief? Na, steckt ihr fest? Wie kommst du darauf? So, dann ist Schmeck. Greif danach. Das Schwert ist zu kurz. Treib ein Seil auf. Ja, und zwar schnell. Wo soll ich hier ein Seil? Keine Ahnung, aber ich sauf hier ab. Quill, unternimm was. Und Flak, was? Flak, Flak, Flak. Quill, 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 bitte hilf mir. Gemacht? Hexenwerk. Das ist so kalt. Rocket! Kann ihn mal jemand da rausholen? Ich weiß nicht, meine Blaster sind. Das hatte ich schon mal, da war ich noch ein Kind. Ich mach das nicht mit Absicht. Klassische Spartoi-Tech. Da denkst du, du hättest schon alles gesehen und dann sowas. Hey, zeig doch mal. Gehst du mal sehen? Finger weg von den Waffen! Quill, ich will doch nur sehen, wie die funktionieren, sonst könnte es ja gleich Zauberei sein. Oder Hexenwerk. Leute? Oder DMS-kodierte Nanolinks mit polymorphen Nanolegierung. Oder Hexenwerk. Es geht wieder los. Das Eiswürfel! Das ist unfassbar! Wir freuen uns total für dich und deine Waffen, Quill. Wir können drüber klettern. Ding, ding, ding. Gebt dem Mann einen goldenen Stern. Finden wir heraus, wie wir darauf kommen. Sterne bestehen aus Wasserstoff, nicht aus Gold. Das wäre dann ein Planetoid. Rocket, kannst du diese Kanone ausfahren? Mit meiner rohen Bestienstärke? Nein. Hey, Gamora, kannst du diese Kanone rausholen? Wenn du ein paar Zyklen warten willst. Ich werde die Kanone rausholen. Sie ist sturer als erwartet. Unmöglich. Sie bleibt nicht in Position. Könntest du sie nicht ein bisschen länger halten? Versuch du doch, sie ein bisschen länger zu halten. Drax, kannst du diese Kanone rausziehen? Ich versuch's. Wir brauchen einen Weg, um sie in Position zu halten. Ich kann sie nicht ewig halten! Warum gibst du nicht nach?
weil sie an so einem Rückstoßteil hängt. Bist du sicher, dass das der Fachbegriff ist? Ja. Nein. Drax, kannst du es nochmal versuchen? Wieso? Sie verbleibt nicht. Ich arbeite daran. Vertrau mir. Ergib dich, du teuflische Maschine! Peter Quill, vielleicht könnte ich... Geschafft! Beeindruckend, Peter Quill. Jetzt müssen wir die nächste rausholen. Komm schon, Quill. Lass mich einen Blick auf deine Waffen werfen. Drax, kannst du die obere Kanone rausziehen? Unmöglich. Sie ist zu weit vom Boden entfernt. Drax, könntest du... Schick doch die Abscheulichkeit. Die kriegt gern durch Müll. Schlag auf dich! Gamora, kannst du dich durch dieses kleine Loch zwängen? Ich habe breite Schultern. Rocket, könntest du dich vielleicht in dieses kleine Loch zwängen und versuchen, die Kanone von innen zu lockern? Hallo, Chitauri-Schiff, voller Sprengfallen und Todesmechanismen. Beides Dinge, die du liebst. Ah, du hast recht, das stimmt. Und ich wollte schon immer mal so einen Käferbomber von innen sehen. Okay. Oh, was stinkt hier so? Das sind... Oh, Mist. Alles okay da drin, Rocket? Ich hab die Crew gefunden. Anscheinend wollen nicht mal die Würmer totes Chitauri-Fleisch fressen. Rocket! Entspann dich! Ich leite nur die Restenergie zu der Kanone um und... nichts. Weißt du was? Schlag drauf! Ich spreng das Ding! Was? Moment! Denk an die Sprengfallen! Seht euch das an! Er muss das Ding kurz geschlossen haben! Rocket, alles okay? Ja! Und jetzt auf Trocken! Gamora, kannst du uns einen Weg durch den Schrott freimachen? Klar! Ja, Peter Quill! Oh, sie ist jetzt also eine Gigantin. Es heißt, Lady Hellbender sei 50 Köpfe groß. Heißt ja nicht viel. Kommt auf die Köpfe an. Schon mal einen Regalianer getroffen? Oh, Mann. Noch ein Mörder-Tentakel. Vorsicht! Vielleicht stellt er sich nur tot. Das ist kein glückliches Monster. Naja, wenigstens ist es weg. Zu seiner Blutmutter, Lady Hellbender. Oh. Ja, das bezweifle ich, Drax. Ich weiß, ich gehe nur ein bisschen auf Entdeckung. Haben wir das nicht schon ausreichend? Entdeckung! Nur gehört, sie sei fair, aber schrecklich. Verwandle nur Wasser zu Eis. Angeber. Ich kann von hier aus mein Haus sehen. Was machst du da oben? Kundschaftersachen. Kundschaften. Sieht aus, als sollten wir auf die Festung zugehen und nicht davon weg. Ausgezeichnete Arbeit, Peter. Hoffentlich läuft diese Bestie ohne Arsch in der Hose nicht zu ihrer Mama und verpetzt uns. Du hättest auf ihren Kopf zielen sollen, Gamora. Ich habe ihr ein Körperteil abgetan. Also wirklich, warum ist die Brücke immer auf der falschen Seite? Ich könnte... Wenn du mich nochmal anfasst, streiche ich diese Klippen grün. Okay, okay. Wir werfen nicht, wir schießen nicht. Es muss einen anderen Weg darüber geben. Sehen wir uns einfach um.
Lady Hellbender. Lass mich raten. Sie hätte sich über die Schlucht gelegt und uns über ihren Rücken gehen lassen. Ich wollte sagen, sie hätte die Waldkreatur ohne Zögern geworfen. Aber dein Ansatz ist auch durchaus denkbar. Ich dachte früher, der Nager hätte die beeindruckendste Schusswaffe in unserer Gruppe. Wenn wir nicht rüberkommen, könnten wir vielleicht außen rumgehen. Sucht nach Ritzen, Höhlen oder Spalten, Leute. Mir ist, als hättest du das schon mal gesagt. Allerdings in einem anderen Kontext. Monsterjäger-Uniform gibt. Sind die organisiert? Oder gibt es wenigstens einen typischen? Leute, ich hab hier was. Es ist tief. Sieht vielversprechend aus. Wir haben kaum Bewegungsfreiheit, falls wir angegriffen werden. Wir werden nicht lange hier sein. Sieht jemand einen Durchgang? Wir machen einen, falls nötig. Oh, riecht das sonst noch jemand? Es stinkt wirklich hier hin. Ja, es riecht faulig. Woher kommt das? Ja, dahinter ist definitiv was Ekliges. Drax, kannst du das durch die Stinkwand schleudern? Oh, das werde ich wohl bereuen. Das ist ein... Okay, das ist jetzt merkwürdig. Hallo? Ist da jemand? Okay, das war nichts für schwache Nerven. Warum sollte Lady Hellbender sie einsperren? Weil sie nervt wie eine Pelzlaus. Vielleicht auch als Vorrat. Wie ein Snack, meinst du? Ja, ein Monster-Snack. Wie sowas wohl schmeckt? Peter. Den können wir brauchen. Alter, lass dir mal ein paar Geschmacksknospen. Den Käfig. Wir brauchen den Käfig. Wenn wir ihre Festung betreten und unser Monster spaziert neben uns her, da lachen die uns doch aus. Schon was angebissen? Warum flüstert ihr? Gamora meint, das Monster nimmt man uns eher ab, wenn es im Käfig sitzt. Problem ist nur, dass da schon ein stinksaures Monster drin sitzt. Lass die Bestie frei, ich kümmere mich drum. Ja, das hat ja letztes Mal schon super funktioniert. Vielleicht brauchen wir einen anderen Plan. Sehe ich auch so. Und ideal wäre einer, bei dem für meine Sicherheit als Anführer gesorgt ist. Mist, Dickerchen ist wieder da. Es wird mir Spaß machen. Das ist kein Ende. Schluck Schmerz, du hohngesichtiger Dorfhorler. Du bist ein Kometenfackel. Achte auf den Schmerz. Nehmt ihn auf die Seite. Greift den Bauch an. Die Katze hat einen empfindlichen Magen. Du könntest sie auf Eis legen, Peter! Sie mit ihren eigenen Waffen schlagen? Und du fragst sie! Mann, wir wollten nur den Käfig! Ich glaube, sie wollen das Fleisch, das den Käfig trägt! Das macht mich wütend, da gibt's nicht nach! Zerquetsch sie, Drax! Peter Quill, entfesse dich gegen diese Nacken! Diese Dinger sind erfahrene Jäger. Lass sie nicht in eure Klappen. Böser Hund! Böser Hund! Ist von meiner Feuerkraft völlig unbeeindruckt. Nein, du darfst sie nicht streicheln. Wir wollen sie gerade umbringen. Was jetzt, Peter? Man muss diesen Typen doch irgendwie richtig wehtun können! Diese Kreaturen sind perfekte Raubtiere! Hör auf, die Mordmonster zu bejubeln! Das ist auf
die versuchen, den Schiff zurückzukriegen? Es war nicht einmal gefährlich. Weltraumkatze? Da kriegt man echt Angst. Drehen wir das Ding um und verursachen richtig Schaden. Sie sind nicht mehr so schnell, wenn du sie am Boden festhältst. Runter von mir, ihr missnuckenden Schlagbeutel! Peter, kannst du ihn erreichen? Er spielt mit uns! Will uns müde machen! Ich werde dir keine Beute sein, Monster! Geht's an mich? Nicht versuch nicht zu sterben! Nicht der Rede mit! Ich bin bereit zu zerstören! Mehr! Komm zu mir, Bestien! Du kommst mit mir! Wir sollten uns beeilen! Erst Regen, dann Galat, dann schleimige, stinkende Kriegsscheuen und jetzt diese ganzen Monster! Ich hasse diesen verfluchten Planeten! Du hast alles, Rocket! Aber vor allem die stinkenden, schleimigen Tunnel! Bei juckendem Fell ist meine Grenze erreicht! Hey, wir sind ein Team! Wenn wir schon nach Arsch riechen, dann riechen wir wenigstens gemeinsam nach Arsch! Das ist überaus beredsam, Peter Quill! Ich werde mit dir nach Arsch! Die Feuchtigkeit gut für uns ist und uns wachsen lässt. In deinem Fall bezweifle ich das. Ich stimme gut zu. Es ist wichtig, hydriert zu bleiben. Aber nicht so hydriert. Groot sagt, wir sollten uns hier drüben mal umsehen. Groot, mach mir eine Brücke. Die Festung ist auf der anderen Seite dieser Klippen. Wer erbt eigentlich den Thron, falls Lady Hellbender einen Unfall hat? Vielleicht ist sie unsterblich. Problemlos ist selbst die Tür. Wieder problemlos. Hat Zecknach noch nie was von Straßen gehört? Dazu müsste man Teile des Dschungels finden. Und das würde wahrscheinlich Teile der Fauna das Leben kosten. Gut, sie hätten es verdient. Es heißt, wenn du nur den geringsten Abfall zurücklässt, wird ihn dir Lady Hellbender auf höchst unangenehme Art zurückbringen. Das ist bestimmt nicht wahr. Zerleg das Ding, ja? Das kann ich im Moment noch nicht. Rocket, Kumpel! Ich glaube nicht, dass ich dabei helfen kann. Groot, Zeit zu glänzen. Tiefgefroren. Wow, kann ich auch mal was Eis würfeln? Nein. Mann, du bist so ein Sesselfurzer. Wenn wir mit der Monsterkönigin verhandeln, wie viel verlangen wir denn für unser Monster? Wir müssen diesmal Profit machen. Ach, ist nichts. Keine Sorge, Rocket. Die kommt definitiv in meine Festungstop 10. Was zum Flammen? Sie hat schon eine ganze Erde davon. Wir haben also unsere Zeit vergeudet. Und verhaftet. Das hat Spaß gemacht. Es war mittelmäßig amüsant. Und jetzt haben wir eine tickende Zeitbombe im Schiff. Und schulden den Bullen Geld. Alles nur wegen einer schlechten Quelle. Roter Tech, es ist, als wären wir verflucht oder so.
Leute, jeder Fehlschlag war ein Schritt in die richtige Richtung zur Vollendung unseres bisher besten Plans. Wie war das? Das wäre, wenn wir eins von diesen Dingern hergebracht hätten, nur um zu sehen, dass Hellbender schon ein volles Set davon hat. Das wäre echt voll blöd gewesen. Ganz genau. Falls wir so weit gekommen wären. Bringen wir es einfach mit. Okay, das ist weiter als es aussah. Viel weiter. Diese verflackte Brücke geht bis ins Nirvana. Nein, du übertreibst, Naga. Sie endet bei der Festung und die liegt nicht im Nirvana. Na toll, jetzt bin ich wirklich beruhigt. Dann gehen wir mal, oder? Drei Zyklen. Peter? Hast du nicht was vergessen? Oh, na klar. Der Käfig. Wir haben das blöde Ding ja extra besorgt, damit sie keinen Verdacht schöpfen. Groot, magst du dich reinquetschen? Peter Quill, überleg dir das nochmal. Der Holzmann sieht nicht sehr monströs aus. Drax, wir machen es so, wie wir es auf der Milano geplant haben. Du bist ein Sturkopf. Der Nager ist Nein, das beste Monster. Nein, ich bin kein Sturkopf. Ich beharre nur auf meiner Meinung. Weil es die richtige Entscheidung ist. Los, ihr Turteltäubchen, gehen wir. Die Brücke wird nicht kürzer. Ich hoffe, Lady Hellbender ist so gutgläubig, wie du es dir vorstellst. Hey, halt durch da drin, Kumpel. Ich hol dich da raus, wenn die Zeit reif ist. Rocket-Style, wenn's sein muss. Gamora, hilfst du mir mal? Was, wieso nicht? Ich muss für die Sicherheit unseres Anführers sorgen. Ach, komm schon. Guck mich nicht an wie ein Dackel, ich zieh das Ding nicht. Und denk dran, Kumpel, furchteinflößend, so wie ich, nur eben größer. Naja, es ging so. Okay, es geht weiter. Aber wir wollen dir nur einen neuen Freund zurückbringen. Ich weiß, dass er mich nicht versteht. Aber vielleicht reagiert er auf den beruhigenden Klang meiner Stimme. Ach, kennt jemand einen Lagerfeuer-Song oder sowas, um uns die Zeit zu vertreiben? Oh, ich kenne einen. Er heißt... Hör bitte auf. Okay, ja, okay. Moment. Heißt dein Song, hör bitte auf? Nein. Okay. Also, wie lange noch, bevor jemand anderer dieses Ding zieht? Bis zur Festung sind es noch 60 Klicks. Ich würde sagen, eher 75. Es gibt nur einen Weg, das sicher zu ermitteln. 0,1 Klicks. 0,2 Klicks. 0,9. 2,1. 0,3 Klicks. 4,5. 0,4 Klicks. 0,5 Klicks. 0,6 Klicks. Verflacht mal. Hör auf, Klicks zu zählen. Wir können alle Wege aufzählen, die unser Plan wahrscheinlich scheitert. Geräusch. Hey, Geburtstagskind. Kein Wunder, dass du mich nicht hörst. Dein neues Helm? Star-Lord. Wer ist der Typ mit den gruseligen Augen? Wenn du dich nicht beeilst, muss ich den Kuchen eben allein essen. Dreizehn lange Jahre. Sieh dich an. Wo sind die geblieben? Ich komme gleich nach, versprochen. Schon klar. I knew this game would come. Mama, she said so.
Oh Mann, das wird echt total cool. Das ging ja fix. Gib mir eine Sekunde, so schnell habe ich gar nicht mit dir gerechnet. Vielleicht ist ja pünktlich sein jetzt mein Ding. Okay, ich erinnere dich nochmal, wenn ich dich morgen für die Schule wecke. Vielleicht bin ich dafür mittlerweile auch zu alt. Netter Versuch, Schlaumeier. Setz dich. Keine Sorge, ich werde nicht singen. Ich find's schön, wenn du singst. Tja, ich glaube, das findest nur du. Los, wünsch dir was. Du bist jetzt ein richtiger Teenager. Ups, hat da vielleicht jemand eine Freundin? Ist es Janie? Oh, nicht na die. Klar, sie ist so pfiffig. Ich mag Janie. Hey, bleib locker, ich zieh dich doch nur auf. Was hast du dir gewünscht? Was sollte ich mir denn wünschen? Ich hab doch alles, was ich brauche. Wow, ich bin gespannt, um welchen großen Gefallen du mich jetzt bittest. Nur 10 Mäuse. Dan, Andy und ich wollen uns den Ritter des Kosmos im Rio ansehen. Ein Film, oder? Und heute, ja? Oh, komm schon, der ist echt krass. Zombies überfallen die Erde und eine Handvoll Kinder muss sie alle umnieten. Eigentlich möchte ich nicht, dass du sowas siehst, Peter. Weil, weißt du noch, dieser mit der Eishockeymaske. Da hast du 3 Nächte in meinem Bett geschlafen. Du warst im Exorzisten, da warst du nicht mal so alt wie ich. Ah, natürlich erinnerst du dich daran. Wenn ich frage, hast du dein Essen dabei, guckst du wie ein Schaf, wenn's blitzt. Nein, ich dachte, dass wir heute etwas Zeit miteinander verbringen und vielleicht unser Spiel beenden. Du kannst dich nicht drücken jetzt, wo ich kurz vorm Gewinnen bin. Das können wir doch immer noch machen. Also das meiste. Vielleicht morgen? Du sagst doch ständig, ich soll mehr aus dem Haus gehen. Das meinte ich aber nicht. Ins Kino gehen ist nicht aus dem Haus gehen und das weißt du. Bitte, bitte? Ich weiß nicht. Der Truck ist in der Werkstatt und du sollst nicht nachts rumlaufen. Da treiben sich komische Gestalten rum, es ist nicht sicher. Ich pass auf mich auf, Ma, das mache ich doch immer. So wie neulich mit dem blauen Auge? Ich hab doch gesagt, ich weiß. Du hast dich für jemanden eingesetzt. Das war gut. Aber du kannst kein Problem lösen, indem du eine Schlägerei anfängst. Ich konnte doch nicht nur zusehen. Nein. Natürlich nicht. Ach, na gut. Gib mir meine Tasche. Nicht so voreilig. Bevor du gehst, reden wir noch über etwas, das ich dir mitgeben will. 20 Mäuse? Übertreib's nicht. Sagen wir, es ist ein Geschenk von deinem Dad, das überfällig ist. Es liegt oben auf meinem Bett. Geh und hol's her, ich mach noch die Küche fertig. Wir machen's gemeinsam auf. Ich weiß, warum du unser Spiel nicht beenden willst. Du hast Angst, dass ich dich besiege. Verdammt! Mama hat vorgestern gesagt, ich soll die Wäsche einräumen. Das mache ich morgen früh als erstes. Pfadfinder-Ehrenwort. Ich vermisse sie sehr. Oma hat mich am Sonntag immer zu Botengängen mit in die Stadt genommen. Auf dem Rückweg gab's immer ein Eis. Sogar im Winter. Zum Glück habe ich endlich die Frisur, die ich immer wollte. Manchmal durfte ich bei Oma und Opa schlafen, wenn ich unten im Keller zu viel Angst hatte.
Ich weiß nicht viel über Kunst, aber ich weiß, dass das hier sehr gut ist. Oma hatte wirklich Talent. Vertraust du mir nicht, Rocket? Wenn's um Groot geht, pflack nein! Ich lege seine Rinde nicht ganz allein in deine Hände! Deine Entscheidung, Peter. Du bist nur neidisch, weil mein Plan besser ist. Du bist grün vor Neid. Besser als grün ist blau. Versuch's ruhig, Lady. Ich hab hier 12.000 Volt mit deinem Namen drauf. Ich könnte hier wirklich eine Stimme der Vernunft brauchen, Peter. Quill schläft am Steuer. Also hab ich das Kommando. Und wir folgen meinem Plan. Dem Plan mit dem Insekt. Es ist keine echte Wanze. Es ist ein Tracker, damit wir Groot nach dem Verkauf aufspüren können. Na gut, aber du musst uns hier heute Nacht dann wieder reinbringen. Kein Problem.